In Niederoberstein ist am 15. Februar 2017 das diesjährige Programm für die Kinderkulturtage vorgestellt worden. Bei der mittlerweile 18. Veranstaltung, die vom Niederobersteiner Jugendamt vom 19. März bis 5. April ausgerichtet wird, stehen wieder zahlreiche Veranstaltungspunkte, unter anderem aus den Bereichen Theater, Tanz und Kinderlieder, auf dem Programm. Sebastian Herzig, Mitarbeiter beim Jugendamt der Stadt Niederoberstein. Die Kinderkulturtage stehen in der Tradition des Kinderliederfestivals. Wir haben dieses Jahr 18 Einzelveranstaltungen auf ganz vielen verschiedenen Bühnen im gesamten Stadtgebiet. Es gibt Figurentheater, es gibt Tanzmusical, es gibt Kinderrockveranstaltungen, es gibt das klassische Kinderlied sogar noch. Und die Eltern bzw. die Institutionen können sich bei uns anmelden. Es gibt auch im Heft ein Anmeldeformular. Das kann man uns zufaxen oder uns eine E-Mail schreiben und jeder bekommt dann eine Anmeldebestätigung mit allen weiteren Infos. Auch in der Vergangenheit wurde das doch sehr abwechslungsreiche Programm der Kinderkulturtage gut angenommen. Der Verlauf ist aus unserer Sicht sehr positiv gewesen. Wir haben von vielen Kindern einzelne Rückmeldungen erhalten, die sinngemäß so waren wie ein tolles Festival. Es ist beeindruckend, was wir hier geboten bekommen. Wir haben in den Grundschulen sehr viel freudestrahlende Kindergesichter beobachten können und haben natürlich auch von den Erzieherinnen und den Lehrpersonen positives Feedback erhalten. Eine Besonderheit ist auch, dass nicht alle Veranstaltungen immer an demselben Ort stattfinden. Die Veranstaltungen finden traditionell an verschiedenen Spielorten statt. Wir bespielen sowohl Institutionen wie Kindertagesstätten oder Grundschulen. Wir gehen aber auch in den öffentlichen Nachmittagsbereich. Wir haben klassische Familienveranstaltungen am Wochenende, beispielsweise in der Göttenbach-Auder oder im Stadttheater Niederoberstein. Grundsätzlich angesprochen für die Kinderkulturtage werden Kinder ab 4 Jahren. Die Programmpunkte haben jedoch mit dem Blick auf den Jugendschutz teils bestimmte Altersempfehlungen. Wir empfehlen das Festival ab dem 4. Lebensjahr. Es gibt für jede einzelne Veranstaltung eine Altersempfehlung. Da bitten wir auch die Eltern darauf, sich daran zu orientieren. Die Ensembles und die Künstler machen sich viele Gedanken im Vorfeld über die Altersfreigabe. Das ist bewusst so gewählt. Nach oben hin gibt es natürlich keine Grenze. Wir haben auch viele Senioren, viele Omas und Opas, die mit ihren Enkelkindern kommen und einfach einen schönen Nachmittag erleben wollen. Ein Programm wie die Kinderkulturtage 2017 muss auch geplant und begleitet werden. Wer sich hinter der Planung und Durchführung der Veranstaltung verbirgt, erklärt Sabine Moser, Mitarbeiterin beim Jugendamt der Stadt Niederoberstein. Das Festival wird organisiert vom Stadtjugendamt. Wir haben 4 Mitarbeiter, die natürlich in den Veranstaltungen mit dabei sein werden und werden unterstützt durch unsere Bundesfreiwilligendienstler, die beide beim Aufbau helfen und beim Abbau der Veranstaltungen. Einen pädagogischen Wert soll die Veranstaltungsreihe auch haben. In puncto kultureller Bildung zählt natürlich die musikalische Früherziehung, hat da einen sehr hohen Stellenwert. Und ich denke, mit dem Kinderlied treffen wir genau da ins Schwarze. Niederobersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf hat bei der Programmvorstellung auf die gelungene Ausarbeitung durch die Mitarbeiter im Jugendamt hingewiesen. An der Stelle gilt es einfach auch nochmal Dank zu sagen an die Kolleginnen und Kollegen vom Jugendamt und da stellvertretend nenne ich da auch gerne mal Sabine Moser und Sebastian Herzig, die mit ihrem ganzen Fachwissen, aber auch mit ihrem ganzen Ehrgeiz und alles, was dazu gehört, diese Kinderkulturtage ausrichten und dafür für viele hunderte Kinder in der Stadt Niederoberstein ein ganz tolles Programm zusammenschnüren und das eigentlich ziemlich einzigartig ist, auch in ganz Rheinland-Pfalz. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass das Land Rheinland-Pfalz über das Ministerium für Bildung, aber auch die Kreissparkasse hier vor Ort diese Veranstaltung finanziert. Und man sieht es jedes Jahr an einem wunderschönen Heftchen, die rauskommen, die in allen Schulen und allen Kindergärten verteilt werden. Und das Angebot wird riesentoll angenommen von den Kindern. Und wir sind froh, dass wir so ein tolles Angebot haben hier in der Stadt, weil wir sehr stolz drauf sind. Auch verwies Frühauf auf das Motiv, welches das Programmheft jedes Jahr aufs Neue schmückt. Die Heftchen der Niederobersteiner Kinderkulturtage haben mittlerweile schon einen sehr tollen Wert eigentlich. Und da danken wir natürlich auch sehr der Bärbel Busch, die jedes Jahr eine neue Gestaltung des Hefts vornimmt, ihren Zeichnungen. Und es hat mittlerweile wirklich schon Kultstatus. Es gibt Leute, die haben also alle 18 Hefte aufbewahrt von den ersten an. Und da sind wir sehr, sehr froh drum, dass wir sie auch an unserer Seite haben, für diese Hefte so toll zu gestalten. Kinderkulturtage werden in Niederoberstein vom Jugendamt ausgerichtet. Es ist mittlerweile die 18. Veranstaltung und findet vom 19. März bis 5. April 2017 statt. Weitere Informationen zu den insgesamt 18 Einzelveranstaltungen sowie dem Programmflyer können beim Stadtjugendamt angefordert werden. Die Programmhefte liegen zudem bereits an allen Schulen und Kitas im Stadtgebiet aus.